Ich heiße Gunkel. Eigentlich Günter Pahl, aber für die Bühne heiße ich Gunkel. Machen. Dafür bin ich hier, jetzt mache ich das auch. Viel Erfolg, weil solange es Kleinkunst gibt, habe ich Arbeit. Nation, interessant, weil Natal und Nation hat miteinander zu tun. Also insofern, ich bin natürlich keine Nation, aber ich bin geboren. Insofern kann man diese kleine Ungenauigkeit durchgehen lassen. Und ich habe tatsächlich einmal ein Lied geschrieben, das da geht: Melancholie is nix was im Mog, over I hopes seit 100 Tag. Günter Pahl alias Gunkel! Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend. Mich beschäftigen ja so Sachen. Alle und jeder zum Beispiel beschäftigt mich. Das ist ja ein interessantes Thema, weil da gibt es einen Unterschied. Und dieser Unterschied ist eine philosophische Problemzone. Aha, bin ich gerade erst ab jetzt verstärkt oder haben Sie den Beginn auch gehört? Das ist mir ganz wichtig. Ja, schon gut. Es geht um alle und jeder. Wie gesagt, und da gibt es einen Unterschied, und der Unterschied ist aber nicht sehr augenfällig, weil alle und jeder sind gleich viel, da schaut so aus, es gibt ja keinen Unterschied. Weil, ob jetzt alle gleichzeitig in den Urlaub fahren oder jeder, das sind gleich viele Autos im Stau, da schaut so aus, es gibt ja keinen Unterschied. Nur, wenn sich da jetzt jeder die aufgestellten Nackenhaare wieder ins Knick runterkämmt und nicht blödsinnig um jeden Preis einen Platz im Stau halten will, sondern auch mal jemand anderen vor sich einreihen lässt, hey, haben alle was davon. Und was die Sache jetzt so besonders problematisch macht, ist, also bei aller Vernunft, die wir Menschen uns so gern anmutmaßen, sind wir doch sehr gefühlsgetriebene Wesen und wir können nur etwas wirklich ernst nehmen, wenn da ein Gefühl dran gekoppelt ist. Wir brauchen Gefühle. Aber wir haben eine ziemlich geringe emotionale Spannweite und das hat es mit alle und jeder zu tun. Nämlich, alle kriegen wir so, dass wir emotional aufgeladen und wie auch sonst darüber reden können. Alle kriegen wir nur in den Griff, wenn wir jeden davon kennen. Wirklich alle. Also außer wir basteln an alle so einer monströsen Henkel wie Nation oder Religion. Dann geht es so einigermaßen. Aber einfach so. Alle können wir emotional nicht umfassen. Und deswegen ist es so schwer, etwas wirksam durchzusetzen, wovon alle sicher etwas haben, was jeden, aber auch nur möglicherweise, was kostet. Man könnte ja Lottogewinne versteuern. Das wäre ein regelmäßiges Einkommen für den Staat, da haben alle was davon, das müsste doch jeder gut finden. Mhm. Ja, aber keiner von jedem will das, was er gewönne, teilen müssten. Ein zugegebenermaßen hässlich, aber gerechtfertigter Konjunktiv. Das ist, glaube ich, Konjunktiv Futurum oder so. Es ist ja sowieso schon mal grundsätzlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man im Lotto wirklich was gewinnt. Also so ernsthaft. Wo man dann sagt, meine Lieben, ich wollte euch nur in Kenntnis setzen, mit mir ist nicht mehr zu rechnen. Ab jetzt ist für mich nämlich nur noch Nasenbohren und Sackkratzen. Also für Frauen entwirft sich da vermutlich ein anderes Bild eines geglückten Müsegangs. Das will ich gar nicht ein. Kommt vielleicht auch auf den Sack an, das war's. Geht nicht an. Also, angeblich ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal vom Blitz getroffen zu werden, höher als die Wahrscheinlichkeit auf einen Lotto-Sechser. Es gewinnt aber doch immer wieder jemand im Lotto und die allerwenigsten von denen sind vorher zweimal vom Blitz gestreift worden. Das ist auch keine Bedingung, also wird nicht überprüft. Da muss man es nicht, wenn man den Gewinn abholen will, mit dem Lottoschein auf die Krankenakte mitbringen. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance auf einen Lotto-Sechser mit kaum unbotmäßig übertrieben dargestellt. Und wenn man gewinnt, ist ja lange nicht gesagt, dass nicht drei andere auch gewonnen haben. Also, was man für einen völlig unwahrscheinlichen Lotto-Sechser tatsächlich bekommt, ist völlig unklar. Aber die Aussicht von dem, was man nämlich nicht erarbeitet und verdient hat, sondern nur bekommt, aber praktisch so gut wie nie bekommt, nämlich nur, wenn man wahnsinniges Glück hat und wovon man überhaupt nicht weiß, wie viel es überhaupt sein wird, von diesem völlig ausgedünnten, hypothetischen Luftbetrag,
dann aber nichts abteilen zu müssen, das ist etwas, was jeder beansprucht. Es haben ja auch alle was davon, wenn jeder seine Steuern zahlt. Also nicht jeder hat was davon, das ist schon klar, ne? Jeder, der keine Steuern mehr hinterzieht, hat weniger davon. Da habe ich ja im Fernsehen was gesehen, was mich ein bisschen, das hat mich, wie man sich in Neudeutsch sagt, das hat mich ein Stück weit, ein schönes Stück, also richtig, aber wenn du dieses Stück zu Fuß gehst, verrenkst du drei Paar Schuhe. Das hat mich ein Stück weit, und zwar jetzt nicht irritiert, sondern verstört. Und ich habe es doch schon einen gewissen Betrag Leben hinter mich gebracht, und ich habe da auch schon die eine oder andere Auslenkung aus Soll gesehen. Also, so sollten man sich denken, Alter, ja gut, das gibt's auch. Also, ich habe mit der Zeit mal einen gewissen Fehlerweg entwickelt. Das ist mal, noch wieder was gelernt. So, gut. Aber das, also das war was, wo wirklich immer der Dreck aus dem Rotkosten spritzt, wie man so schön sagt. Es war eine Gesprächsrunde im Fernsehen, also jetzt kein Sozialkompetenzmangel-Porno am Nachmittag, sondern seriös. In irgendeinem dritten deutschen Programm sitzen ab 21.15 gescheite Menschen und reden über ernsthafte Sachen. Sowas. Und da war ein Mann zu Gast, der hat ein Experiment gemacht und natürlich gleich ein Buch darüber geschrieben. Ja, nämlich, er hat, Obacht, 40 Tage lang nicht gelogen. Ist ja was, wo ich mir denke, was ist? Also vielleicht habe ich in meinem Leben ein wahnsinniges Glück. Vielleicht bin ich auch ein bisschen ein Soziopath, in dem Sinn, dass es mir eigentlich wurscht ist, was wer anderes von mir glaubt. Vielleicht bin ich auch nur rasend gemütsfaul. Kann ja auch sein. Aber auf der Langstrecke ist Lügen doch immer deutlich aufwendiger, als einfach die Wahrheit zu sagen. Das machst du einmal und dann hast du das aus dem Kopf. Wenn du lügst, bis der tot ist, musst du den weiter anlügen. Wer will sich das merken? Na gut. Dieser Mann hat, merket auf, erbleichet und erstaunet in Ehrfurcht und Demut. Er hat tatsächlich, bitte Mutter, 40 Tage lang nicht gelogen. Und er hat ein Buch darüber, eine Broschüre, kann er ein Bier untersetzen. 40 Tage, also gut, so. Und es wurde dann so eingehend besprochen, wie das denn so war, mit diesen 40 Tagen lang nicht lügen. Und dann war auch die Frage, wie das denn so war bei seiner Steuererklärung, weil die ist nämlich genau in diese Zeit gefallen. Und da hat der gesagt, und der hat nicht gefeixt oder irgendwie ein blödes Gesicht, so ernst ein Mensch nur sein kann, hat der gesagt, dass das also schon sehr schwer war, da jetzt nicht zu lügen. Und alle haben das kommentiert mit, das kann ich mir aber vorstellen. Da haben sie wirklich ein Pech gehabt, dass es genau, da haben sie sich recht eingeteilt. Lauter Menschen, die ernst genommen werden wollen und die auch wirklich ernst genommen werden. Und ich sitze vorm Fernseher und denke mir, da lasse ich mich von genau diesen Sendungen jahrelang anplustern mit Gerechtigkeit und Moral und so gehört es da heute wirklich. Und wenn einer sagt, dass er nur zufällig aus einem halbakademischen Experiment heraus in einem Jahr die Steuer nicht betrogen hat, kriegt er auch noch Mitleid. Wie geht's noch? Da wird jedem das Recht eingeräumt, alle zu betrügen. Also uns ist jeder eindeutig näher als alle. Das hat uns aber eine geistesgeschichtliche Tradition. Der gute Hirte, wenn ein Schaf weg ist, geht der das suchen. Weil es auf jeden ankommt, lässt er alle im Stich. Ist aber gut. Deswegen seltsam. So Sachen beschäftigen mich. Danke für die Aufmerksamkeit. Alias Gunkel!